bestrafen Sie Timmy. Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Immer noch hier, ja. In der letzten Folge haben wir einen Robo-Jäger besiegt, das meinte, meine Basis anzugreifen. Und der was gefehlt hat. Und ja. Bestrafen Sie das hier ist unlösbar. Ich habe nachgeguckt, was man machen muss. So nach 50.000 Schüssen und Granaten und all sowas. Und wie es sich herausstellt, muss man das Radio einfach nur ausschalten. Das Problem allerdings war, ich habe gespeichert, nachdem ich hier direkt reingegangen bin und das Radio ausgemacht habe. Und dann hat sie mir gesagt, ja, du musst das Kind jetzt bestrafen. Bestrafen Sie das Kind. Das war schon mal schlecht. Dann habe ich nochmal geladen, bevor ich... dann habe ich nochmal geladen hier, so einen automatischen Speicherpunkt, als ich das Ding ja betreten habe, das gesamte... Und ja, das hat auch nicht geholfen. Dann habe ich erst gewartet, bis sie aufgehört hat zu reden. Und dann habe ich versucht, das Radio abzuschalten. Hat auch nicht geholfen. Also gar nichts hat geholfen. Und anscheinend ist das noch etwas verbuggt und man kann das nicht irgendwie lösen. Bis jetzt. Deswegen, ja, fest halt. Muss ich dann irgendwann hier wiederkommen, wenn das gebuggt wurde, entbuggt wurde. Weil jetzt ist das unmöglich zu schaffen. Und ja. Ich weiß nicht, ob wir hier schon fertig waren komplett. Ich guck nochmal. Guck. Aber ich glaube, wir waren ja fertig. Dann können wir nach Hause gehen und Ada ein bisschen aufpimpen. Das war noch irgendwo ein Tresor oder so, den ich öffnen könnte, nachdem... Ich da, warte mal, da oben, kann man da oben irgendwie hin? Sieht noch so aus, kann ich da oben irgendwo hin? Oh ja, war klar, dass hier direkt wieder irgendwas verbuggt war, bin festgehalten, ne? Soll man jetzt sagen, ich bin dumm? Und ja, wie kommt man da hoch? Sieht so aus, irgendwie jetzt könnte man da oben. Mal hier. Schauen, da wird man doch bestimmt irgendwie hochkommen. Ich steck fest. Ma. Wow. Okay. Oder oben sind da noch Kisten oder sowas? Ich steck schon wieder fest. Ne? Damn you, Bethesda! Zieh mich raus, Ada! Ah. Immer so Sachen, die stören mich. Warum kann man nicht hin? Na gut. Ich weiß nicht, ob ich hier jemals zurückkomme wegen diesem Bug. Ah, lass mal erstmal. Ich werde sowieso bald wieder vergessen haben. Wir gehen jetzt nach Hause und gucken mal, ob wir Ada aufpimpen können. Hoffentlich kriege ich Erfahrungspunkte, wenn ich an ihr rumbaue. Weil ich brauche ein Level Up. Also ich brauche. Ich weiß gar nicht, was ich aufleveln soll. Habe ich schon Schleichangriffe voll? Ich glaube nicht, ne? Ja, mit den Schleichangriffen hat die mehr Schaden anrichten. Das habe ich noch gar nicht voll levelt, oder? Mal gucken. Erst einmal. Erst einmal nach Hause. Wie viel hier habe ich eigentlich? 405 Coil. Was? Baue die Roboterwerkbank. Warum muss ich denn da eine bauen? Ich soll natürlich eine bei mir bauen. Mit ihr denn? Ja. Weiß nicht. Die ersten Stunden im DLC und wir haben als erstes den Bug gehabt, dass ich mit der nicht sprechen konnte, weil die sich irgendwie so komisch bewegt hat.
Also die Ada nach unserem ersten Treffen, dann kommt direkt so ein Bug. Ich weiß nicht, ob der irgendwie ein Part von DLC war oder schon vorher da war oder so, keine Ahnung. Jedenfalls sehr komischer Einstieg ins DLC. So, Roboterwerkbank. Abgeschossen, hilft bei der Verteidigung von Dunkelwasserbaustelle. Habe ich auch gern gemacht. Was? So, zum Glück habe ich eine neue Etage gebaut. Weiß ich jetzt mal, was ich damit anfangen soll. Soll ich die hier irgendwo bauen? Ich guck mal, wo das Ding so passt. Müsste ja eigentlich genug. Warte mal, lass mich erstmal pennen. Wegen Erfahrungsbonus. Sind zwar nur ein paar Prozent, aber trotzdem, warte mal. Mein Gott, wer schmeißt denn die ganzen Dinger immer hier runter? Meine ganzen Figuren. Ja. Die werden verschwinden, so wie mein verdammter Grashüpfer, ne? Aber die Dinger. Hier, die Dinger, die bleiben immer hier drinne. Ich glaube, ich brauche so eine Kiste, wo ich meine ganzen Sachen reintun kann. Warte. Erstmal Erfahrungsboost holen. Wenn ich baue, immer wenn ich baue, tue ich erst meinen Erfahrungsboost aktivieren. So, ich baue jetzt irgendwie eine Kiste. Irgendwie so weit. Ich werde wohl irgendwie so eine offene Kiste irgendwo bauen können, ne? Verdammt. Jetzt klappt ja meine blöden Sachen, die kippen andauernd um. Sau Kacke. Oh, wo ist mein Wachbord-Dingen? So. Wie Kacke. Weil mein Gras war der Sau weg. Weil meine Sachen sind weg. Meine ganzen Roboter. So. Meinen gesamten. Wow. Stimmt, ich habe viel Müll dabei. So, wo bauen wir denn jetzt das Ding hin? Soll ich da draußen bauen? Ich habe ja noch so einen Balkon, so was ähnliches. So. Ding, jetzt sagt mir nicht, ich muss das wirklich draußen irgendwo bauen. Ich muss das echt draußen bauen, habe ich das Gefühl. Okay, erstmal hier hin. Okay. So praktisch, dass ich gerade so einen Gang hier gebaut habe. Hey, da, komm mal her. Warum bist du nicht hier oben? Ja, dann zeige sie mir mal, wie ich an sie herumschrauben kann. Hey. Wie kann ich dienen? Ada. Sind Sie bereit, den Ada. Stabheilsender einzubauen? Es ist an der Zeit. Packen wir es an. Gut, der Einbau sollte kein Problem sein. Sobald ich in der Roboterwerkbank bin, bauen Sie einfach den Radarpeilsender ein. Ich erledige den Rest. Okay. Dann musst du aber auch mir folgen, ne? Okay. Oh, cool. Okay, ey da. Spezialmods, Radarpeilsender. Ja, Schrottgegenstände ausschlagen. Für besondere Fortschritte kann es auch bestimmte Skills erforderlich sein. Ja, und dann kann ich jetzt meine ganzen Sachen hier bauen, ne? Aber ich kann mir auch einen eigenen bauen. Cool. Das dürfte interessant werden, was Sie wohl als nächstes bauen. Hey. Ich helfe gerne weiter. Einen Augenblick. Die Ich glaube, mit dem Bauen beschäftige ich mich erst nach dem DLC, ne? Weil ich muss ja sie jetzt erstmal mitnehmen. Installation abgeschlossen. Analysiere Mechanist. Deshalb brauche ich mehr Teile. Der Radarpeilsender empfängt ein starkes verschlüsseltes Signal, aber ich kann die Quelle nicht bestimmen.
Immerhin ein guter Anfang. Absolut. Mit etwas mehr Unterstützung sollte ich das Signal entschlüsseln und den Mechanist orten können. Ja, tun wir erstmal mehr Sachen sammeln, dann bauen wir uns überkrassen. Endlich sind wir einmal im Vorteil. Mag sein, aber ganz so einfach ist es nicht. Die Verschlüsselung des Quellsignals ist komplex, aber nicht unmöglich zu entschlüsseln. Wenn Sie mir zwei weitere Peilsender bringen, sollte ich aus Ihnen die Schlüssel und Algorithmen für meine Entschlüsselungsroutine erhalten können. Mäh. Bist du dir sicher, dass das funktioniert? Ich habe eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 96,6% ermittelt. Angesichts Ihrer Fähigkeiten steht es wohl gut für uns. Dann ist jetzt wohl Robohirnsaison. Zumindest, bis unsere Mission abgeschlossen ist. Ich lade die Position des Robohirns jetzt auf Ihren Pip-Boy. Seien Sie vorsichtig. Diese Roboter reisen gerne in Gruppen, also rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Alles klar. Oh, geil. Erfahrungspunkte und Level Up. Und meine Güte, das hat die am Lecken. Jetzt nicht mehr, okay. Finde ich gut. Man kann sich auch einen eigenen bauen. Das finde ich sogar sehr gut. Ich habe es nämlich erst ein bisschen schade gefunden, dass man einen Roboter hat, der einen Charakter hat. Weil ich hätte gern einfach so einen, weiß nicht, einfach nur so ein Roboter, einfach ohne Charakter und so. Das hätte mir auch gefallen. Und jetzt haben wir sowohl als auch. Ist doch richtig geil. Ah, schön. Mir gefällt das DLC bis jetzt. Okay, dann Level Up. Gucken wir mal, was ich schon ab. So, ich nehme mal an, es sind keine neuen Sachen jetzt, die zur Verfügung stehen. Ne, er geht da irgendwie schlecht. Ne, ist bei den Fallout 3 DLC dann ein bisschen anders gewesen. Da wurden die hinzugefügt. Weil da waren die auch nicht von den Werten abhängig. So, wir können das hier noch vollkommen aufleveln. Ninja. Deine Fern- und Schleichangriffe verursachen den vierfachen normalen Schaden. Statt den dreieinhalbfachen. Und Schleichangriffe mit Nahkampfangriffen von Nahkampfwaffen tun zehnfachen Schaden anrichten. Das wird zwar so gut wie nie passieren, aber allein schon der Schleichangriff. Und ich glaube, McGreedy oder weil ich den nicht als letztes mit hatte, gibt mir ja auch noch mal einen Bonus. Also ich tu, glaube ich, jetzt irgendwas mit einem fünffachen Schaden oder so anrichten. Also geil. Also wenn der Gegner mich nicht sieht und ich im Vorteil bin, bin ich richtig im Vorteil. Ja. Oh Gott. Bitte sag mir nicht, ich brauche Robotik-Experte. Ich werde sowas von Roboter-Experte brauchen für einige Mods, ne? Ich sehe das schon kommen. Okay, aber erstmal machen wir weiter hier. Meine Mods könnte ich eigentlich auch einlagern, ne? Aber ich möchte erstmal hier einen guten Dingens haben, guten, eine gute Übersicht. So. Ich habe jetzt keine Ahnung, welchen Skill ich als nächstes weiterleveln sollte. So, Robo hier eine erledigen. Okay, das ist wo? Ein Ort, wo wir noch nicht waren. Geh mal irgendwo hin, wo ich weiß, wo sicher ist und so. Ups, Entschuldigung. Ich habe zwar DLC jetzt installiert, aber das heißt jetzt nicht, dass wir nur Missionen machen, die mit dem DLC zu tun haben. Ne? Wir machen natürlich noch andere Sachen. Wenn ich wieder auf meinen Reisen irgendwas anderes Verdächtiges finde oder so, hau ich die, suche ich das natürlich auch noch ab oder mach irgendwas platt oder was weiß ich. Also ich tu mich jetzt nicht gezielt auf das DLC konzentrieren. Ich mache es jetzt halt nur, damit ich was zu tun habe. Damit ich hier, damit den Roboter bauen und so irgendwann mal gut ausnutzen kann. So. Also wahrscheinlich werde ich auf dem Weg noch irgendwas erstmal absuchen und ich habe die Planke wieder dabei. Oh. Oh, du bist ein Viech. Und meine Waffe, ich... Hallo? So, meine Güte. Du bist ein neues Viech. Ich jedenfalls noch nicht gesehen habe. Du nimmst gar keinen Schaden, geil. Sie zu
Dat. Friss dat. Boof. Verdammt. Ich bin euch tot. Ja, natürlich hätte ich vielleicht viel mehr Schaden anrichten können, wenn ich da als erstes gesehen hätte. Oder gewusst hätte, dass ein Gegner war. Ich hätte jetzt gar keine Ahnung, was das gute Teil war. Jetzt gefällt es hier. Hier geblieben. Sehr gut. Ah! Komm her. So, ist hier irgendwas? Fabrik. So, einfach Fabrik. Uff. Ist er von irgendwann angegriffen? Nee. Okay, dann gehen wir mal in Fabrik. Und hoffen wir mal insgeheim, dass ich ein paar Roboter begegne, wegen Teile und so. Jetzt lohnt sich echt jeden Roboter hier auszunehmen. okay. Roboter. Kakerlaken. Perfekt. Nein, lass mich die erledigen. Ich brauche die Erfahrungspunkte. Was ist das? Oh, Fusionskern. Oh, nee. Oh, Entschuldigung. Wie? Stehst direkt vor mir. Wie kann ich dich bitte schon nicht treffen? Weg. Ich nehme irgendwann mal wieder Gognax Axt mit. Aua. Vielleicht ist die ein bisschen stärker. Ich glaube, die ist sogar ein bisschen stärker, aber wie gesagt, Alter. Dieser Effekt von der Waffe ist einfach besser. Aber immer noch darauf, dass ich irgendwas mache, was Ada irgendwie gefällt. Das habe ich nämlich noch nichts gesehen. Schon wieder natürlich nicht öffnen kann. Weiß gar nicht, warum ich so viel Klebeband mitnehme. Ich glaube, ich brauche wieder Stahl. Fabrik, du musst da irgendwas haben. Irgendwas. Du bist nicht auf der Karte notiert, glaube ich. Also irgendwas musst du doch haben. Was deinen Besuch wert ist. Was soll ich denn jetzt alles noch machen? Ich habe jetzt schon... Cool. Wahrscheinlich kann ich, vielleicht kann ich auch erst Beziehungen mit ihr aufbauen, nachdem ich hier halt alles fertig habe. Sperrenmeister, was willst du denn? Herausforderung angenommen. Ich lache, meine Güte. Ah, ist doch easy. So. Ja. Und es war halt nur Mist drin, ne? Oh, ich finde die Waffe geil. So, was haben wir noch? Vorarbeiter ist okay. Finanzbesicht, okay. Ja. Viel Spaß beim Entziffern. Sicherheitsberichte. Jetzt Toursteuerung. Krieg. Der bleibt immer gleich. Bitte kommen. Da muss man fehlt haben. Framingham wurde ausradiert, dem wenig nach. Wo sind die Bomben eigentlich genau gelandet?
Warte mal. Also in was für eine Stadt, was für ein Gebiet genau? In Washington gelandet? Jetzt offen? Ist jetzt offen? Da war ein Fehler. Okay, die ist offen. Ich glaube, die Bomben sind in Washington gelandet, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Ist das? Will ich ihn drücken? Ja, natürlich will ich ihn drücken. Damit. Ja, damit. Ja, sonst nichts. Ja, hierüber konnte ich nicht klettern, ehrlich. Damit verbunden, ne? Ja. Gucken wir trotzdem nochmal. Vielleicht habe ich ja irgendwas Geheimes geöffnet oder so. Boah. Nö. Ja, muss der Typ, der irgendwie dahinter saß, immer so ein Ding geben, ey, lass mich raus. So ein Zeichen. Keine Ahnung. Sonst wäre er da irgendwie gefangen. Gut, Fabrik. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Meisterhaft verschlossener Tresor, der, weiß ich nicht, nur ein paar Sachen drin hatte. Hat es jetzt nicht so gebracht. Weiter im Text. Ja, den Part einfach Fabrik. Fabrik. Antiklimatik. Was es auch letztendlich war. Ich bin ja jetzt mit dem Spiel Dead or Alive 5. Ich habe ja schon den letzten Part aufgenommen. Welcher nächste Woche so ungefähr hochgeladen wird. Man kann mit jedem Charakter ja einen Eingabetest machen. Oh, ihr frustert. Also man kann die man gibt so einen Trainingsmodus, da muss man alle Kombos eingeben. Und ich mache das einfach so aus Langeweile. Und ein Charakter hatte so richtig bescheuerte Kombi. Ich musste irgendwie erst so einen Griff machen, der ihn in die Luft wirft. Dann während er in der Luft ist, musste ich irgendwie in vier verschiedenen Richtungen drücken, was schon schwer genug war. Danach hat er ihn in der Luft angegriffen und dann während er ihn in der Luft angegriffen hat, musste ich danach nochmal eine vierstellige Kombination machen und das ist so scheiße schwer gewesen und ich weiß jetzt nicht, warum ich das so anspreche, aber das hat mich so aufgeregt. Ich weiß nicht mal, warum ich das mache, aber keine Ahnung, ich wollte es einfach machen und ja, und das hat mich richtig aufgeregt. Also richtig aufgeregt. Also ich hab mich noch nie so aufgeregt, weil das war so bescheuert. Aber ich habe es geschafft. Nach 2-3 Stunden vielleicht. Nach 6000 Versuche. Und, oh, das klang sehr böse. Panzerbot. Oh, hallo. Okay. Oh Gott. Oh, ich hasse es, wenn Spiele so ausglitschen. Oh Gott. Piss dich. Piss dich. Piss dich, ich hab so einen Teil hier. Oh, was? Was ist hier los? Was ist denn hier los, Leute? Mitten gegen den Kopf. Dreck. Was zum?
Sport. Was? Nein, falsche Waffe. Oh, was zum Teufel macht der Teil mit mir? Last Stand! Oh. Ja, damit. Ja, der Peilsender, okay, ich weiß. Neue Mods. Warum laufe ich so langsam? Achso, wegen Zeitlupe. Flüsterstube in Southie, okay. Cool. Na gut, hier sind noch ein paar Gegner, aber die machen wir in der nächsten Folge platt für Let's Play Fallout 4. Ich bleibe mich alle herzlich für Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.